Und so kommen wir heute ganz natürlich zum Airbus-Abenteuer, von dem die neuen Typen wie A310, A320 und A340 in aller Welt anzutreffen sind. Seit dem Programmstart des A300 1969 hat Airbus Industries bis Ende 1993 mehr als 400 A300, fast 240 A310, mehr als 420 A320 und 20 A340 ausgeliefert. Insgesamt hat das europäische Konsortium mehr als 1000 Bestellungen registriert und 1994 werden die ersten Lieferungen des A330 erfolgen, des größten zweistrahligen Jets der Welt. In fast 25 Jahren konnte Airbus Industries sich einen bedeutenden Platz auf dem Markt der zivilen Transportflugzeuge sichern. Der Erfolg des A340 und des A330 hat Boeing zum Nachdenken veranlasst, da diese Firma keine zweistrahlige Langstreckenmaschine großer Kapazität anbieten konnte. Das heißt in der Größe zwischen der Boeing 767-300 Extended Range und der 747. Aus dieser Situation heraus ist das neue Programm der Boeing 777 entstanden oder wie die Amerikaner schon sagen, der 777. Die 777 wird in der Lage sein, bis zu 375 Passagiere über eine Strecke von 9000 Kilometern zu befördern. Sie ist eine logische Ergänzung der Boeing-Typenfamilie. Bevor wir aber näher auf die 777 eingehen, wollen wir noch ein Wort über die bekannte Boeing-Typenfamilie sagen, die sich nach und nach immer vergrößerte. Zunächst die kleinste Boeing derzeit im Programm, die Boeing 737-500. Als Weiterentwicklung aus der Boeing 737-200 wiegt die 500er Version etwa genauso viel, etwa 60 Tonnen bei vollem Abfluggewicht. Aber ihre Triebwerke leisten 25% mehr Schub, und zwar bis zu 20.000 Pfund. Mit 122 Passagieren an Bord kann die 737-500 Strecken von etwa 5.500 Kilometern zurücklegen. Hier sehen wir die Werkshallen von Renton im Staat Washington, wo neben den 737 auch die 757 gebaut werden. Die erste 757 verließ die Werkshallen am 13. Januar 1982 und startete am 19. Februar 1982 zum Erstflug. Eastern Airlines war die erste Gesellschaft, die die Maschine am 1. Januar 1983 in Dienst stellte. Wirtschaftlich gesehen war der Start des 757er-Programms etwas träge. Aber heute gehört dieser Typ zu den sicheren Verkaufstypen. Es wurden bisher über 800 Exemplare verkauft. Mit einer Schubleistung von 37.400 Pfund kann die 757 185 Passagiere mit geringster Bestuhlungsdichte, wie derzeit in den USA üblich, befördern. In einer Single-Class-Configuration kann die Maschine bis zu 239 Passagiere befördern. Hier sind wir in Everett, dort wo die größten Boeings gebaut werden, die 767 und die 747. Hier soll auch bald die 777 aus den Hallen rollen. Entgegen der Annahme liegt der Entwurf der 767 vor dem der 757. Der Bau der 767 wurde beschlossen nach einer festen Bestellung von 30 Exemplaren durch United Airlines am 14. Juli 1978. Die erste Maschine dieses Typs, immer noch im Besitz von Boeing, verließ die Werkshallen am 4. August 1981. Angetrieben, entweder durch Turbinen von General Electric oder von Pratt & Whitney, kann die 767 210 bis 290 Passagiere je nach Konfiguration befördern. Die Variante 300ER hat sogar eine Reichweite von über 10.000 Kilometern. Zum Bau der 747 hat Boeing in Everett das größte Flugzeugwerk der Welt gebaut. Am 10. September rollte die tausendste Maschine dieses Typs aus den Hallen und die Produktion geht weiter. Derzeit sind insgesamt 1160 Jumbos geordert. Seit der ersten Lieferung an Pan Am 1969 haben die Verkäufe der 747 etwa 140 Milliarden Dollar in die Boeing-Kassen gebracht, davon etwa 77% von amerikanischen Fluggesellschaften. Die letzte Variante der 747, die 747-400, ist auch als reine Cargomaschine erhältlich. Die luxemburgische Gesellschaft Cargolux stellte sie Ende 1993 in Dienst.
1994 wird aus den Everett-Hallen ebenfalls die größte zweistrahlige Boeing-Maschine rollen, die 777. Zum Bau der 777 hat Boeing 1,5 Milliarden Dollar zur Vergrößerung der Produktionsstätten des Everett Works investiert. Das Werk stammte nämlich schon aus dem Jahre 1968. So wird die Fläche des größten Flugzeugwerks der Welt nochmals um etwa 50% vergrößert. Die große Montagehalle bedeckt eine Fläche von etwa 40 Hektar und ein Volumen von mehr als 14 Millionen Kubikmetern. Die Boeing 777, die bis zu 375 Passagiere auf Strecken von bis zu 9000 Kilometern befördern kann, wird die größte zweistrahlige Maschine auf der Welt sein und soll 1995 in Dienst gestellt werden. 15 Fluggesellschaften haben bereits 141 feste Aufträge erteilt. Es braucht nicht mehr erwähnt zu werden, dass dieser Typ ein ernster Konkurrent des A330 sein wird. Im Cockpit haben die Boeing-Ingenieure einen Schritt nach vorne gewagt, und zwar mit einer voll elektronischen Steuerung. Aber entgegen dem Airbus wird es keine Mini-Sticks geben. In der Tat, die 777 wird über einen klassischen Knüppel verfügen, der jedoch die Ruderkräfte in Bezug auf die Geschwindigkeit und die Flugkonfiguration entsprechend simuliert, sodass der Pilot den Eindruck bekommt, als würde er ein klassisches Flugzeug steuern. Die Spannweite der 777 wird beeindruckend sein, fast 61 Meter. Da diese Spannweite wohl Platzprobleme bei einigen Flughäfen bereiten würde, schlägt Boeing als Option sogar beiklappbare Flügelenden vor, sodass die Spannweite auf 47 Meter verringert würde. Aber diese Technik hat das Handicap, dass das Rüstgewicht der Maschine entsprechend höher wird, und zwar um etwa eine Tonne. Und aus diesem Grunde hat bisher auch noch keine Fluggesellschaft diese Option geordert. Zum Antrieb gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder die GE90 von General Electric, die PW4073 von Pratt & Whitney oder die Trent 870 von Rolls-Royce.